Hallo und herzlich willkommen auf Epic IWA 2023. Wir sind bei Carinthia. Traditionsunternehmen Carinthia aus Österreich. Wir sind hier und schauen uns mal die neuen Produkte an. Ich bin mit dem Nikolaus da. Nikolaus, grüß dich. Servus Martin, hallo. Freut mich, dass ihr da seid bei uns. Und ja, ich habe die Ehre, euch unser neues Poncho-System zu zeigen, beziehungsweise unseren neuen Poncho, und dann folgt unser neues Poncho-System. Dann hau rein. Also, was kann ich euch dazu sagen? Wir haben im Prinzip zwei unterschiedliche Ponchos, wenn man es genau nimmt, drei. Davon gehört einmal das Poncho-System, ist ein eigenständiges Produkt. Und dann haben wir unseren Poncho Pro Rain und Poncho Pro Cold. Ich fange jetzt mal an mit unserem Kälteschutzponcho, das ist der Poncho Pro Cold. Ist im Prinzip ein ganz einfacher Poncho. Wir haben bewusst auf eine Kapuze verzichtet, also die gehört hier nicht dazu. Warum? Wenn man einen Kälteschutzponcho braucht, hat man im Normalfall so tiefe Temperaturen, dass man so oder so eine dicke Winterhaube anhat. Ja, das ist einmal zu dem. Was kann dieser Kälteschutzponcho? Einfaches Produkt. Wir haben bewusst keinen einzigen Reißverschluss genommen, sondern überall nur Knöpfe, weil natürlich ein Reißverschluss nicht ganz so langlebig ist und nicht so robust wie ein Knopf. Und Field Repair. Genau so ist es, vollkommen richtig. Dann haben wir hier ein interessantes Feature, das haben wir bei allen unseren Ponchos. Wir haben auf der Brust eine Tasche und diese Tasche ermöglicht es, dass wir den ganzen Poncho hier hinein bekommen und quasi den Packsack direkt am Poncho dabei haben. Und der Bereich hier oben, wo dann die Kapuze angebracht werden kann, kann dann eben auch verschlossen werden, damit ich es wie eine Decke nutzen kann. Genau so ist es. Man kann sich das dann am Ende mit den Knöpfen hier auf beiden Seiten zusammenknöpfen und hat dann wirklich, und hat dann wirklich eine Decke in weiterer Folge. Oder einen Schlafsack. Ich würde sagen, Behelfsschlafsack, aber definitiv entscheidet das zwischen sein und nicht sein. Ja. Perfekt. Und mit G-Loft gefüllt. Selbstverständlich, wie alle unsere Produkte ist die Identität, ich würde mal sagen, von Carinthia, ist unsere G-Lift-Isolationsfaser, mit der wir, sage ich mal, ja, am europäischen Markt sehr weit oben sind und dadurch wirklich Produkte machen können, die wärmer sind als alle anderen. Guti, dann hauen wir mal den Poncho drüber und schauen, wie das Ganze zusammen aussieht. Perfekt. Ich muss hier ein bisschen aufpassen, der Niklaus, der ist wie eine Bienenkönigin, schwirrt hier herum, aber hier ist der Poncho jetzt. Genau, das ist unser Poncho Pro Rain, im Prinzip ein Regenschutzponcho. Ich werde euch das kurz zeigen. Und diese zwei Ponchos, das vorige Modell und dieses Modell, lassen sich miteinander kombinieren, miteinander koppeln. Und zwar funktioniert das wie folgt. Wir haben hier überall auf beiden Ponchos unsere Knopfleiste und können die dann miteinander zusammenknöpfen und haben so letztendlich einen voll funktionsfähigen Kälte- und Nässeschutzponcho. Und was? Entschuldigung, ja, alles gut. Das ist die Idee hinter diesem Produkt. Sorry. Ja, alles gut. Was hier hervorzuheben ist, im Vergleich zu anderen Poncho-Linern, die auch ein System haben mit Knöpfen, die Knöpfe sind sehr eng beieinander gesetzt. Also man hat hier wirklich dann auch, wenn man das Ganze verbindet, ein dichtes System und nicht was, wo dann der Wind überall 40 cm Zeit hat, reinzupfeifen. Martin, du bist Vollprofi, dir brauche ich nichts mehr erklären. Gell? Vielleicht noch ein letztes cooles Feature von diesem Poncho. Wir haben natürlich wieder eine Brusttasche. Und man kann aus diesem ganzen Poncho noch ein Tarp machen. Man hat die Möglichkeit, in Summe 8 dieser Ponchos zusammenzulegen, mit diesen Knöpfen zu verbinden und hat dann ein Riesentarp letztendlich. Sehr cool. Super. Ja, dann gucken wir uns doch mal noch den anderen Poncho an. Genau so ist es. Dann schauen wir uns das Poncho-System an. Hierfür gehen wir da hinüber. Also, wenn ihr dann im Herbst, wenn dieses Produkt bei uns im Webshop oder bei unseren Fachhändlern online ist, einen dieser Ponchos kauft, bekommt ihr zusätzlich zu dem Poncho noch, ich sage mal, einen Packsack dazu. Und in diesem Packsack befindet sich eine sehr coole Überraschung und das möchte ich euch jetzt einmal demonstrieren. Zuerst müssen wir den Kopf des Schlafsackes hier schön verstauen. Entschuldige, des Ponchos, jetzt habe ich schon zu viel verraten. Das wird nämlich ein Schlafsack, aber haben wir eh schon gesagt. Gell? So, wenn das Kopfteil verstaut ist, zippe ich das Ganze hier zu. Legen wir das dann schön hin. So, und jetzt kommt das Spannende. Jetzt packen wir den Packsack aus. Und haben hier ein Kopfteil drinnen. Und mit diesem Kopfteil können wir den Poncho zu einem voll funktionsfähigen Schlafsack machen. Und das werde ich euch jetzt nochmal demonstrieren. Da geht's.
So, und zwar zippen wir das hier schön ein. Genau, und jetzt haben wir unseren Poncho zu einem voll funktionsfähigen Schlafsack umformiert. Und genau dieser Schlafsack oder dieses Carinthia-Produkt soll in Notsituationen zwischen Sein und Nichtsein entscheiden. Ein cooles Feature darf ich dir noch zeigen, ja, Martin. Gerne. Und zwar, wir haben hier noch ein Moskitonetz eingenäht. Hat einfach die Idee, wenn man jetzt wirklich in eine Notsituation kommt, ich muss irgendwo in der Natur schlafen, eine Nacht überbringen, habe ich hier ein Moskitonetz, bin geschützt von natürlich Moskitos, aber auch Zecken und kleinen Tieren, Schlangen etc. Alles, was kreucht und fleucht, würde ich sagen. Genau. Und dann machen wir das so zu und haben hier wirklich einen voll funktionsfähigen Schlafsack. Sehr, sehr cool. Gerade auch hier die Features, dass man im Endeffekt die Reißverschlüsse abgedeckt hat, dass da auch ein bisschen Schutz noch entsteht. Genau. 60 Gramm G-Loft hast du gesagt. Ja, richtig, 60 Gramm G-Loft haben genau. wir da drinnen. Also da muss dann natürlich klar sein, es ist kein Schlafsack für den dicken Winter, aber eben als in Kombination mit einem Sommerschlafsack zusammen, gut, durchaus auch im Winter nutzbar oder eben halt als Sommerschlafsack oder Notschlafsack, sehr cool. Und gerade auch hier perfekt der Jungle Bag. Ne? Und was uns auch besonders gut gefällt, der gerade Schnitt, gerade für Leute, die ein bisschen mehr Platz brauchen, ist in letzter Zeit ein bisschen aus der Mode gekommen mit den Mumienschlafsäcken, ja. aber haben durchaus ihre Berechtigung und das ist auch gut so. Und jetzt gibt es wieder ein neues Produkt. Genau so ist es. Wie gesagt, ab Herbst werden wir das verfügbar haben und wir freuen uns, wenn wir euch mit unseren Produkten beliefert dürfen. Ja, bleibt auf jeden Fall bei Carinthia am Ball. Der Link zu Carinthia ist hier unten eingeblendet. Wir gehen mal auf der Messe weiterschauen, was wir noch so sehen. In diesem Sinne, wir sind raus. Wie immer an dieser Stelle, liken, Abo, Glocke klicken. Bis dann, macht's gut. Bye-bye. Ciao.